frohe Weihnachten. Hallo Tobias, auch dir frohe Weihnachten. Und das wünschen wir natürlich auch euch, liebe Kinder und Jugendliche, liebe Erwachsene. Heute am 24. Dezember möchten wir euch mitnehmen auf eine virtuelle Tour durch einige Kirchen des Pfaffenwinkels. Und wir wollen uns bei dieser Tour orientieren an der Weihnachtsgeschichte des heiligen Evangelisten Lukas. Und so wollen wir nun beginnen, hier im Kloster Ettal, wo uns jetzt gleich Abt Barnabas begrüßen wird. Kommt mit! Grüß Gott, herzlich willkommen bei uns in Ettal. Ich zeige euch gerne ein bisschen was, was mit der Weihnachtsgeschichte zu tun hat. Der Evangelist Lukas ist der Evangelist, der uns am deutlichsten und intensivsten von Weihnachten und der Geschichte zuvor erzählt. Hier im alten Chorsaal unseres Klosters ist er dort oben wunderbar dargestellt. Zusammen mit in den drei anderen Ecken des Raumes den anderen Evangelisten, aber er, der heilige Lukas, ist wohl am schönsten dargestellt. Er hat neben sich einmal sein Kennzeichen, das Rind, den Stier, aber die Engel, die drumherum sind, die deuten auch noch auf was anderes hin. Einmal gibt es eine Gruppe von Engeln, die den Mörser haben, weil Lukas ein Arzt war und das Heil der Menschen liegt ihm ganz besonders am Herzen, das Heil, das durch Jesus geschenkt wird. Die Engel werden auf den Fluren von Bethlehem sagen, heute ist euch der Heiland, der Retter geboren. Und auf der anderen Seite ist eine Gruppe von zwei Engeln, die haben Malerwerkzeug in der Hand, weil die Tradition sagt, dass Lukas ein Künstler gewesen ist, der uns das schönste Bild der Gottesmutter gezeichnet hat. Und dieses schöne Bild kommt vor allem zum Ausdruck, wenn der Engel Gabriel zu ihr kommt, wenn sie zu ihrer Verwandten Elisabeth geht und wenn sie den Lobpreis des Magnificat singt. Ja, das Lukas-Evangelium beginnt mit der Verkündigung der Geburt Jesu. Und Sie haben hier eine wunderschöne Darstellung. Was können Sie uns denn darüber erzählen? Ja, wir dürfen hier bei uns eine wunderschöne Oberammergauer Figurengruppe haben, der Verkündigung des Engels an die Gottesmutter, gleich im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Die beeindruckende Botschaft ist, dass hier eine Frau gezeichnet wird, Maria eben, ohne die das Heil gar nicht möglich wäre, ohne die Gott nicht hätte Mensch werden können. Sie stellt sich der Botschaft Gottes ganz zur Verfügung und der Künstler bringt es schön zum Ausdruck, Maria kniet vor dem Engel, das heißt, sie kniet letztendlich vor der Botschaft, vor Gott. Und sie hält ihre linke Hand ans Herz und damit möchte sie deutlich machen, mein Herz, ich selber stehe Gott ganz zur Verfügung. Ich möchte ihm dienen, ich möchte für ihn da sein. Und Maria ist nicht nur eine passive Hörerin, die stellt auch eine Rückfrage. Der Engel geht darauf ein, erklärt ihr das und dann spricht Maria das große Wort, ich bin die Magd des Herrn. Mir soll geschehen, was er gesagt hat, was er Gott will. Und nur weil Maria sich so zur Verfügung stellt, ganz für Gott da ist, kann Gott selber Mensch werden in Jesus von Nazareth, einer von uns. Und das ist eigentlich schon der Inhalt des ganzen Evangeliums. Gott ist mitten unter uns. Weil sich Maria vorbehaltslos unter dem Willen Gottes stellte, konnte sie zur Gottesmutter werden. Und genau das wird im adventlichen Lied Maria durch ein Dornwald ging beschrieben, wo in der zweiten Strophe des Textes gesagt wird, ein kleines Kindlein ohne Schmerzen trug Maria unter ihrem Herzen. Und so wollen wir dieses Lied nun hören. An der Orgel spielen wird für uns Pater Sebastian aus dem Kloster Ettal und singen wird Manuel Reichert. Yeah.
Die nächste Station auf unserem Weg ist die Dorfkirche Maria Heimsuchung in Unterhausen bei Weilheim. Als der Engel bei Maria eintrat, um ihr die Geburt Jesu zu verkünden, da verkündete er ihr auch ein weiteres Wunder, nämlich, dass ihre Verwandte Elisabeth, die bereits älter war, noch einen Sohn gebären sollte. Sogleich machte sich Maria auf den Weg, um ihre Verwandte zu besuchen. Genau diese Szene ist hier im Deckenfresko der Kirche dargestellt. Als Elisabeth Maria sah, da hüpfte das Kind in ihrem Bauch, Johannes der Täufer. Und Maria stimmte in den Lobgesang das Magnificat ein. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Wenn wir nun das Innere der Kirche betreten, werden die Oberstadtler Sängerinnen ein Lied für uns singen. Auf unserer nächsten Station sind wir an dem Marienmünster in Diessen. Hier gibt es eine Besonderheit, nämlich das Altarbild, das sowohl in der Advents- und Weihnachtszeit als auch in der Fasten- und Osterzeit immer wieder wechselt, sodass man die aktuellen Geschehnisse der liturgischen Zeit auch in diesem Bild wiederfinden kann. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Ist das nicht eine tolle Krippendarstellung? Schön ist sie zwar schon und auch ziemlich romantisch, aber wenn ich mir das einmal so vorstelle, wie das in Wirklichkeit ausgesehen haben muss, als frisch gebackene Familie, eine schwangere Frau, die auf Herbergssuche sind und denen niemand aufmachen möchte, und als einzigen Ausweg eine feuchte und kalte Krippe, dann weiß ich nicht, ob das so schön gewesen ist. Das stimmt natürlich. Und erleben wir das nicht selbst alle in unserem Leben, dass wir immer wieder auf verschlossene Herzen treffen, so wie vor 2000 Jahren Maria und Josef. Und dass wir uns auf einen Weg machen und das Ziel dann doch nicht so ausschaut, wie wir es uns am Anfang erhofft haben. Zwei Dinge sind besonders beeindruckend bei dieser Krippe, nämlich die Gesichter von Maria und Josef. Da ist dieser Josef mit seinem sorgenvollen Blick, der sich um seine Frau sorgt, darum, dass alles gut geht, trotz der Umstände. Und da ist Maria mit einem liebevollen, gütigen Blick, der auch Hoffnung und Gottvertrauen ausdrückt. Und diese Dinge gemeinsam, die Sorge, aber auch das Gottvertrauen, finden auch wir in unserem Leben immer wieder. Und so stehen nicht nur Maria und Josef an der Krippe mit ihren Sorgen und Mühen, sondern auch wir in unserem Leben. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns führt, so wie er die beiden auch damals geführt hat. Ich glaube, es ist nun an der Zeit, dass auch wir uns auf den Weg zur Krippe machen, um darin Jesus, das Licht der Welt und unseren Retter zu finden. Herzlich willkommen in der Kirche St. Johann in Peißenberg.
Kommen Sie doch herein. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Es geschah, als sie in Bethlehem waren. Da erfüllten sich die Tage, dass Maria gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. In Ettal haben wir unseren Weg begonnen und hier wollen wir ihn nun auch beenden, vor dem Gnadenbild der Frau Stifterin von Ettal, mit der uns gleich Pater Sebastian den Segen für diesen heiligen Abend spenden wird. In diesen Segen wollen wir aber auch ganz besonders diejenigen mit einschließen, die heute alleine zu Hause sind, die erkrankt sind, aber auch vor allem die Pfleger und Pflegerinnen in den Krankeneinrichtungen, die Polizei, die Feuerwehr und alle, die in diesen Tagen für uns ihren Dienst tun. Stellen wir uns so unter den Segen der Gottesmutter Maria.
Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Ein gesegnetes Weihnachtsfest.